Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arc Steampunk. Hört vielleicht im Hintergrund schon mein Feuer knistern. Ich habe mein erstes Tier erlegt, und zwar der Para, der da drüben schwimmen gehen wollte. Und mit dem Leder habe ich mir ein Bett gemacht und mit dem Fleisch mache ich mir gerade was zu essen. Und ich habe gesehen, ich dachte erst, ach ja, der ist ja klein. Guck mal, 150. Na, wenn das nicht unser erster Tame wird, wobei jetzt mit Sicherheit noch nicht. Also, ich brauche wenigstens ein kleines Holzhütchen. Das geht ja am Anfang, geht das ja eigentlich immer alles recht flott, ja. Also, da baut man sich schon ganz schnell auf. Und ja, das will ich jetzt natürlich erstmal vorantreiben. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein paar mehr Fasern und alles. Und werde auf jeden Fall erstmal die Strohhütte, glaube ich, noch irgendwie um ein paar Foundations erweitern. Das war jetzt mit den Vieren nur das erste kleine Stück, weil ich einfach erstmal irgendwo mich in Sicherheit bringen musste. Ja, wir hatten ja gleich am Anfang gesehen, dass hier irgendwo ein Raptor rumläuft. Ich weiß ja nicht, welches Level der hat, und ich habe noch keine Bola gelernt. Und deswegen kann ich den nicht so ohne weiteres irgendwie an den Fußboden nageln und dann möglicherweise umbringen. Deswegen brauchte ich erstmal vier Wände und ein Dach über dem Kopf. So, und jetzt können wir natürlich schon mal gleich weiter gucken. Wie wir hier weiter voranschreiten. Wie viele kann ich machen? 5. Oh Gott, so viele brauche ich gar nicht. Ich gehe mal kurz dahin, mal gucken. Ja, hier unten diese Plattform, diese wirklich schöne gerade Fläche, die kann man natürlich erstmal so weit ausbauen. Na, die ist ja hier, die schmiegt sich hier so wunderbar rein. Da würde ich sagen, machen wir doch auf jeden Fall da hinten nochmal welche. Na doch, eigentlich brauche ich genau 5. Dann kann ich nämlich alles hier nochmal eins weitermachen. So, das müsste mir ja dann auch gleich mal wieder das nächste Level abbescheren. So, 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 und das letzte kommt jetzt. Sehr schön. Und dann kann ich nämlich dann direkt mal die Wände auch gleich noch weiter ausbauen. Da brauche ich ja auf jeden Fall, naja, ein paar mehr, als ich jetzt habe. Glücklicherweise ist das S+, das kann man immer alles wieder aufheben. Und am einfachsten könnt ihr es aufheben, indem ihr euch diese, es ist die hier, die Demogun macht. Ja, dann braucht ihr nämlich nicht immer erst zu warten, bis dieses Zahnrad abgelaufen ist und so weiter, sondern ihr könnt einfach drauf schießen und dann hebt ihr das auf. So, ich habe mal diese ganzen Steampunk-Sachen schon mal freigeschaltet. Die kosten zum Glück nichts. Die sind so kostspielig genug, sie herzustellen. Ja? Ihr müsst extra diese Kupferplatten halt immer herstellen und das Glas herstellen. Und die Sachen, die müsst ihr dann auch nochmal wieder aus verschiedenen Sachen herstellen. Und die sind halt meistens nicht so besonders einfach zu bekommen. Und deswegen dauert das eine ganze Weile. Also wir werden wahrscheinlich in den ersten, weiß ich jetzt nicht, ich sag einfach mal, in den ersten 10 Folgen vermutlich noch nichts aus dem Steampunk-Mod bauen. Man muss irgendwie anfangen mit dieser Metal Blast Forge oder irgendwie so. Und ja, dann produziert die halt irgendwie das erste bisschen Metall, und das braucht man dann wieder, um irgendwie Kupfer herzustellen. Naja, dann kann man irgendwann die Werkbank machen und so weiter. Also das ist schon, ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Wie gesagt, deswegen erstmal ein bisschen mit S+ bauen, weil es ja von der Optik die ganz normalen Sachen sind, von der Funktionsweise halt einem einiges etwas einfacher macht, weil man es eben zum Beispiel wieder aufheben kann. Das kann man ja mit den normalen Sachen nicht. Ein bisschen Holz. Ein bisschen Stroh. Ja, ich mag halt die Gegend hier wirklich sehr gerne. Also es gefällt mir ausgesprochen gut hier. Das viele Wasser, eine ganz gute Übersicht. Da unten ist das Meer. Hier hinter kann man jetzt gerade nicht sehen, weil es hier so hoch ist. Aber wenn wir oben stehen würden, könnten wir den Schneeberg sehen. Es ist auch nicht ganz so weit bis in den Sumpf oder bis da hinten. Da sieht man schon die erste Tanne, ja, da durch dieses Lichtloch gucken. Bis in den Nadelwald, und dahinter kommt dann der Canyon und dahinter dann der Sumpf und dahinter dann die Wüste. Also es ist irgendwie schön zentral. Ich kenne mich hier einigermaßen gut aus. Ich habe halt in die Richtung, da hinten beim blauen Obelisken, früher schon öfter mal gewohnt und gebaut. So. Na, da kann man aber nicht viel machen. 2 nur. Was fehlt denn? Stroh. Muss ja erstmal hier unten wieder alles sicher machen, bevor ich die anderen Sachen dann abreiße. Das Gute an der Sache ist,
Die bleiben in der Luft schweben. Also wenn ich jetzt die Wand hier wegnehme, ich glaube, wenn ich sogar alle Wände wegnehmen würde, würde das Dach trotzdem stehen bleiben. Glaube ich. Hehe. So ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Bin da lieber immer ein bisschen vorsichtiger und probiere das lieber erstmal irgendwie anders aus. Zack, zack, zack. Ne? Ich muss jetzt nicht warten, bis das Rad immer abgelaufen ist, aber dafür ja, muss man halt auch aufpassen, wohin man zielt. Weil es schon mal ganz schnell passiert, dass man aus Versehen irgendwas wegnimmt, was man gar nicht weghaben wollte. So. Ich glaube, hier mache ich mir nochmal irgendwie eine Tür rein oder so. Ja, da drüben, glaube ich. Wo ist die Tür hier? Da ist sie da drüben. Na, hier macht es keinen Sinn. So. Gut, wir brauchen noch eins, zwei... Obwohl, ich kann ja jetzt auch Schrägen machen. Ja, dann machen wir doch das letzte als Schräge. Dann ist das Haus schon mal nicht gleich so total langweilig. Und hier drüben habe ich nochmal die Türen. Bei Türen an Schrägen ist immer ein bisschen problematisch. Das funktioniert häufig nicht so gut. Huch, wo hänge ich denn jetzt fest? Ach ja. So, oh, das Feuer ist schon aus. Wir haben nicht ganz alles an Fleisch gegrillt, aber macht nichts. Da kann ich mich nämlich mit dem Fleisch schon mal ausrüsten. Metall und Kohle packe ich hier rein. So, jetzt habe ich nämlich schon mal was Vernünftiges zu essen. Sehr schön. So macht das doch gleich viel mehr Sinn. Ja, und hier mache ich, glaube ich, noch eine Tür. Obwohl, es macht nicht so viel Sinn, da eine Tür reinzumachen. Man kommt ja hier eh nicht hoch. Hier vielleicht? Ja, doch hier, aber gerade so. Nee, mache ich auch keine Tür rein. Und dann können wir nämlich auch schräg arbeiten. Also noch eine normale Wand, zwei schräge Wände und dann drei schräge Dächer. Dann haben wir es. Dann haben wir die ganze Sache ein bisschen weiter ausgebaut und wahrscheinlich können wir dann schon sehr bald anfangen, mit Holz zu bauen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, irgendwo hier oben ist ein Raptor gewesen. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht so ewig weit nach da. Weil ich kann durch die Büsche nicht so gut sehen. Der wird ja sicherlich da noch irgendwo sein. Dass hier mal gleich zwei Bäume in einem stehen, ist natürlich auch sehr praktisch. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier noch eine kleine offene Lücke. Und haben schon deutlich mehr Platz. Gut, dann will ich das hier nämlich auch nochmal umstellen. Das steht jetzt hier so mitten dumm im Raum rum. Das stelle ich mal hier an, hinter die Kiste. Und das Bett, ja, das habe ich leider auch wieder nicht aus S+ gebaut. Zack, aber wie ihr seht, ich kann es aufheben. So, ich muss jetzt nur halt vorher die Waffe weglegen, sonst reiße ich mir hier noch eine Foundation aus. So, sehr schön. Aber doch ein bisschen mehr Platz. Okay, noch einmal sloped und einmal gerade. Dann haben wir wahrscheinlich auch gleich wieder ein Level up. Und dann haben wir ja schon alles aus Stroh gelernt. Dann könnte es schon... Was? Ich habe was gehört. Dann könnte sein, dass wir dann schon die ersten Holzsachen lernen können. Ich brauche diesen Baum. Einmal die 6 und einmal die 7. Gut, da haben wir auch unser Level up. Schneller. Um Gottes Willen, lauf zu. Ach, lecker Fleisch. Und hier muss irgendwie auch noch mal eine Rampe hin oder so. Weil ich glaube, eine Strohrampe gibt es dann auch schon wieder nicht. Nee, so war schon richtig. So, und jetzt, damit ich nicht die aus Versehen wieder baue. Auch das. Und dann haben wir ein etwas größeres Haus. Und ja, das könnte man ja schon mal aus Holz umbauen. Das hier muss jetzt, wie gesagt, nichts Tolles und Schickes sein. Das würde ich sowieso irgendwann wahrscheinlich wieder einreißen, wenn ich erstmal angefangen habe, mit dem Steampunk-Zeug zu bauen. Hoppla, nicht so schnell. So, dann machen wir noch die Schuhe und die Wasserflasche. Und, ich würde sagen, auf jeden Fall den Mörser und die Narcotics. So, und dann haben wir noch das und das. So, an Kristall kommt man ja auf Ragnarok nicht ganz so schwer wie zum Beispiel bei The Island. Da findet ihr das ja wirklich nur auf hohen Bergen. Aber bei Ragnarok könnt ihr es teilweise sogar an bestimmten Stellen auch schon am Strand finden. Das ist natürlich ziemlich schön.
So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Mein Leder habe ich hier drin. Da kann ich mir doch jetzt bestimmt meine Klamotten komplett machen. Das und das und das und das und das. Das nehmen wir lieber auch mal. So, ist hier jetzt noch irgendwas drin, was ich gut gebrauchen kann? Für den Mörser brauche ich noch mehr Leder und Stein. Okay. Und hierfür brauche ich eben das Kristall. Ja, also ich glaube, hier in der Nähe, da müsste man schon irgendwie ein bisschen weiter hoch. Aber es ist nicht weit weg, das Metall. Das Kristall. So. Gut. Dann ziehen wir das an und das an und das an und das an und das an. Und sind schon mal ein bisschen besser geschützt. Ja, und das hier? Eine Vinca, also ein Immergrün. Ja, Vinca Minor oder Vinca Major, je nachdem, kleines oder großes Immergrün. Das hat irgendwas mit S Plus zu tun. Aber ich habe keinen Schimmer, was man damit macht. Es gibt verschiedene, es gibt auch Farn und irgendwie sowas, aber ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Kein Schimmer. Ich habe noch nichts gesehen bei S Plus, was man damit bauen könnte. So, jetzt sind wir da wenigstens schon mal angezogen. Da machen wir doch gleich schon viel mehr her. Da hinten ist ein Drop. Ob ich den kriege, ohne zu sterben? Vermutlich nicht. Kann ja mal darüber schwimmen. Obwohl, nee, komme ich hier auf der Seite wieder raus? Schwierig. Befürchte fast, ich komme auf der Seite nicht raus aus dem Wasser. Hier jedenfalls nicht. Huch. Ja, da vorne erst. Da müssen wir eben da vorne raus. Also ihr seht, es sind gar keine Fische im Wasser. Ist ein bisschen seltsam. Ja, hätten die jetzt die Aberration Fischfangreuse, dann könnten wir uns hier unsere eigenen Fische hochholen. Dann könnten wir den ganzen Teich mit Fischen bevölkern. Aber so ist es natürlich blöd. Weil ich dachte, man könnte sich dann zum Beispiel, wenn man sowas wie den Hesperornis hat, den kann man dann auf aggressiv stellen. Der fängt dann hier drin immer die Fische. Und wenn er ja sich selber Fisch gefangen hat, dann legt er ja auch mal ein goldenes Ei. Ja, sowas wäre natürlich ziemlich nett. Schwimmen, 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 schwimmen. So, das kriegen wir mit der Ausdauer gerade so hin. Aber hier hinten war irgendwo ein Karne, oder? Noch sieht's gut aus. Vielleicht ist der Drop ja auch so weit weg oder so weit oben, dass ich eh nicht rankomme. Oder hat sich vielleicht auch schon wieder erledigt. Kann auch sein. Ich sehe zumindest von hier aus nichts mehr. Nein, die blöden Ameisen schon wieder. Ich erschrecke mich immer so. Tippel, tippel, tippel. Ich habe euch gehört. Blödes Mistviehzeug. So, da hinten irgendwo. Ob ich da rankomme? Jetzt ist er schon weg, oder? Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Oh nein! Geht weg! Treffe ich euch mal? Na. Danke. Jawohl, unser erster Kampf! Ja, ich glaube, der Loot ist weg. Der scheint weg zu sein. Schade, schade. Hier ging es runter. Ach, eine Schildkröte. Wie nett. Guten Tag. Was hast du denn so? Nee, du bist uninteressant. Ah, guck, da drüben steht unser Haus. Wenigstens sieht man von hier auch den Raptor nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt haben wir ein Level up. Wollen wir doch mal gleich gucken. Ah, ich brauche auf jeden Fall... Fortitude, das ist hier auf Aberration, sag ich schon, ich bin völlig verblendet immer noch. Auf Ragnarok ist Fortitude nicht so ganz unwichtig, weil es extrem kalte und extrem heiße Regionen gibt. Da ist es schon gut, wenn man ein bisschen was aushält. Hüpf. Ja, ich baue mir hier mal irgendwie eine Rampe runter oder so, dass man auch auf der anderen Seite leichter hochkommt. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. So, dann wollen wir mal noch ein bisschen mehr Material sammeln. Und
Ja, man könnte zum Beispiel jetzt noch eine Terrasse rausbauen, noch eine Treppe, noch eine Tür, dass man ans Wasser raus kann. Das wäre ja auch ganz nett. Ach ja, ich habe ja jetzt leider kein Leder durch die gekriegt. Schade, sonst hätte man ja mal den Mörser machen können. Mal gucken, ob hier irgendwo noch ein einigermaßen hilfloses Tier rumrennt. Aber da unten war auf jeden Fall auch ein Tirizino. Da sollte man etwas aufpassen. Ja, da ist aber auch ein Para. Ich weiß, da ist auch ein Dilo. Ich weiß, da sind aber auch Troodons. Schwierig. Hat zwickt. Auf jeden Fall kann man hier überall sehr angenehm rumlaufen. Ja, runterlaufen, hochlaufen, das geht. So. Mal gucken. Und da zum Beispiel, da geht es zu einer ganzen Menge Metall. Das ist ein Troder, mit dem will ich mich nicht anlegen. Aber es war auch irgendwo ein Dilo hier. Hundertprozentig. Wenn nicht, dann versuchen wir uns eben den Para irgendwie zu schnappen. Der gibt eh mehr Leder. Ach, den will ich aber nicht. Der nervt. Oh nein, nicht schon wieder! Ihr dummen Viecher! Wie viele gibt es denn ständig von euch? Geh kaputt! Mann, bin so gut wie tot. Ich weiß schon, dass bei Pure Arcta hatte ich auch meine Probleme mit denen. Nein! Nicht die auch noch. Keine Ausdauer. Oh, immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Lad deine blöde Ausdauer auf, aber pronto. Nö, warum auch? Schrecklich. Die verfolgen mich bestimmt noch. Die sind da sehr zäh. Hallo. Nee, lauf mal bitte genau in die andere Richtung. Ja. Nein. Immer im Kreis, immer im Kreis. Wo ist er jetzt hin? In Luft aufgelöst. Da ist er. Ist der 45 oder 145? Ja, du weißt schon, wo du hinlaufen musst, ne? Um mich zu ärgern. Ich sehe sie schon, die kleinen Kackviecher da unten. Die wollen aber auch einfach nicht sterben. Es geht nicht, 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 es geht nicht. Wo ist der dumme Para hin? Weil, dass man an Ameisen stirbt, das ist echt immer so das Lächerlichste. Lächerlich. Wo ist denn der blöde Para? Alle machen sie einem hier das Leben schwer. Da kommen immer noch die Ameisen. Ich sehe euch. Bin nicht blind. Yes! Wir sollten Kammerjäger werden. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Tirizino und macht ein jähes Ende mit uns. Ja, Para hat sich natürlich irgendwie in Luft aufgelöst. Das war klar. Warum auch nicht? Mist. Ich brauche Leder. Ich brauche kein Chitin. Gemeinheit. Wie kann ich ihn ja von hier oben erspähen? Da im Wasser ist ein. Ein Troodon, oder? Im Wasser? Ich glaube ja. Da hinten kommt was aus dem Wasserfall hochgeschwommen. Das ist der Para. Da bist du ja. Naja, wollen wir erstmal uns das Level-Up wiedergeben. Gleich nochmal was auf Resistenz.
ist auch gut gegen Torpor, ja. Ihr kriegt weniger Torpor. Der ist immer noch in Panik, ne? Da unten, der. Ihr kriegt auf jeden Fall weniger Torpor, wenn ihr höhere Resistenzen habt. Und ihr könnt natürlich Hitze und Kälte besser aushalten. Und ja, wie gesagt, es gibt hier extrem heiße und extrem kalte Regionen. Und da ist jedes bisschen, was man an Resistenz haben kann, ist da echt gut. So. Mal nochmal was essen. Wo ist der Tirizino? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall der Para. Jetzt komm, jetzt machen wir dich platt. Die sind klüger geworden, definitiv. Die laufen nicht einfach nur gegen die Wand und bleiben dann da. Wenn sie merken, sie kommen dann nicht... Ja, Tirizino, war klar. Wo rennt er hin? Zum Tirizino. Es ist so... Oh Mann, warum wissen die das nur? Das kann doch nicht sein. Jetzt haut er auch noch ganz und gar ab. Ja, jetzt kommt er wieder zurück. Na, immerhin. Nee, er hat mich gesehen. Er kommt nicht wieder zurück. Jetzt aber. Von mir aus auch ins Wasser. Nee, aber nicht beim Triodon ins Wasser. Was war das? Hier war auch irgendwas. Hier war irgendein Vieh. Ach so, nee, damit legen wir uns auch nicht an. So. Dann gehen wir eben hier ins Wasser. Von mir aus. Den anderen habe ich auch im Wasser gekriegt. Jawohl. Sehr schön. So, was wollte ich mir jetzt machen? Ein Mörser. So, Luft habe ich schon mal wieder. Ach, da unten. Ah, das ist der 150er, oder? Ja. Sehr gut. Der ist noch da. Ist auf jeden Fall echt ein cooles Tier. Gutes Level. Ja, tagsüber braucht man vor den Troodons jetzt nicht wirklich so Angst haben. Also da muss man, die muss man schon fast berühren oder man muss die, glaube ich, berühren, damit sie auf einen aggressiv werden. Aber nachts ist es natürlich was anderes. Da hilft euch nur eine Fackel. Das war am Anfang nicht so. Ja, die sind, ach, scheiße, definitiv nachts auf euch losgegangen. Ja, und wenn ihr selber lichterloh in Flammen gestanden hättet, egal. Die sind auf euch losgegangen. Und das ist aber inzwischen nicht mehr so. Wenn ihr eine Fackel in der Hand habt, dann seid ihr vor denen einigermaßen sicher. So, machen wir noch ein bisschen Stroh. Und dann wollen wir noch mal schnell das andere Fleisch braten. Ja, ich glaube, so viele Tiere habe ich so früh in meiner Karriere im Ark noch nie besiegt. Gar nicht schlecht. So. Nehmen wir auch noch weg. Ich glaube, die sind sogar schon wieder gespawnt hier, die Bäume. Das heißt also, auf die Distanz um mein Häuschen spawnt schon wieder was. Das ist cool. Ich habe die Spawn-Distanz zu den Strukturen halbiert. Also normalerweise würde sowas wie der hier nicht wiederkommen. Aber ich habe ihn definitiv schon mal gefällt, denn der ist ja wieder da. So, Lagerfeuerchen. Fleisch rein, Holz rein, anzünden. Ist hier nicht noch mehr Fleisch drin? Ja. In die Lagerfeuerstätte von S Plus könnt ihr ja auch deutlich mehr reinmachen. In das andere passen, glaube ich, immer nur drei Sachen rein oder so. Aber hier passt mehr rein. So, eine Rampe gibt's ja hier nicht, ne? Kann man hier nicht lernen. Mal gucken, was können wir denn sonst noch so machen? Also. So, den Mörser habe ich schon gelernt. Ein Kochtopf ist natürlich nicht ganz unwichtig und die Bola auch nicht. Wir können sogar schon Pfeil und Bogen machen. Ist natürlich nicht schlecht. Aber ich lerne trotzdem erstmal die Foundation, weil, also, bauen bringt einfach so unglaublich viele Erfahrungspunkte. Das geht so schnell dann, wenn ihr Sachen baut. Ich lerne trotzdem mal die Bola. Und das hier will ich lernen. Und dann habe ich noch drei Punkte. Gibt es dafür irgendwas Nettes? Was Sinnvolles? Jetzt nicht einfach irgendwas. Nö, erstmal nicht. So, dann brauche ich ja die. Und hier gibt es auch Dreiecke und Wände und große Wände und noch größere Wände. Wunderschön.
Ja, dann kann ich ja mal bald anfangen, alles hier in Stroh aus zu Holz umzuwandeln. Aber ich würde doch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, jetzt haben wir ja hier unser Haus schon mal ganz gut ausgebaut. Bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch Klamotten an. Finde ich auch richtig gut. Und ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle auch schon wieder Schluss ist. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Mich auf meinen Servern besuchen. Die Zugangsdaten findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Steampunk. Bis dann. Ciao, ciao.